Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Astroneer. Der Typ sieht richtig cool aus, finde ich. Mein kleines Pummelchen. Und jetzt, was machen wir jetzt eigentlich? Was sieht denn eigentlich aus mit dem Platz? Wir bauen ab. Treibstoff. Also ich glaube, das muss noch raffineriert werden. Also es ist jetzt noch per se kein Treibstoff, sondern das muss man quasi noch zu Treibstoff verarbeiten. Mein Gott, das dauert. Was ist denn das hier eigentlich? Kein Sauerstoff mehr. Schnell zurück. Oh, Luft. Oh, ich kann nichts mehr nehmen. Eieiei. Wieso nicht? Ja. Schade, ne? Was soll ich jetzt wegschmissen? Hallo? Wo kann ich das anklicken? Nirgendwo. Ich kein Platz mehr. Was ein Scheiß. Okay, naja, dann muss es da liegen bleiben. Das heißt ja nicht, dass ich das verliere, sondern das heißt ja nur, dass es erstmal liegen bleibt. Und wir zurück zur Basis müssen. Tatsächlich. Die Musik ist auch ganz nett, finde ich. So, draußen sieht's leicht dunkel aus. Okay, wir wollen mal versuchen zu raffinerieren oder einzuschmelzen, wie es hier heißt. Und das kann man damit machen. Ich glaube auch, dass es damit geht, wenn ich ehrlich bin. Aber wir brauchen Energie und Energie müssen wir jetzt hier einstecken. Dann füllen sich diese Energiebars hier voll. Ich glaube, eine reicht aber nicht ganz. Doch, reicht genau. Okay. Und wenn wir etwas drauf haben, was sich raffinerieren lässt, dann bietet er einem das auch an. Aber das ist hier nicht der Fall. Das geht. Daraus wird jetzt Aluminium. Zack. Einen ganzen Energieklotz gekostet. So. Och. Nicht gereicht. Das ist ja aber traurig. Traurige Geschichte, du. Windfahne kann ich jetzt bauen. Eingemischt nehme ich noch mit zum Verarbeiten in Verbindung. Das setze ich gleich da oben drauf. Denn das muss sowieso gewandelt werden. Okay, dann sind wir wieder einigermaßen einigermaßen auf dem Damm und dann geht's zurück in die dunkle Höhle.
Oh, oh, was ist jetzt los? Jetzt surft er oder was? Jetzt surft der gute Mann. So, das nehmen wir gleich mit. Nee, das da. So. Nein, jetzt bin ich reingefallen. Eieiei, das ist genau, was ich gemeint habe. Das ist noch nicht so ganz ausgefeilt. Scheiße. Bin ich jetzt gelandet? Kacke, wo bin ich jetzt gelandet? Wo bin ich? Hier. Was ist denn das da eigentlich? Bin ich gestorben augenscheinlich, okay. So, ich hätte gern all das, aber ohne durch die Erde zu fallen. Schon wieder! Oh Gott. Und jetzt habe ich schon wieder kein Sauerstoff. Scheiße. Am Ersticken, das ist immer schlecht, wenn man ersticken. Oh nee. Toll. Ja, das ist doch Mist. Ich surf da runter. Juhu. Ja, wo ist meine Leiche? Puh. Eines der Probleme natürlich, die ich mir hier selbst verursache, ist, dass ich nicht die Verbindung benutzt habe, die mir Sauerstoff ermöglicht hätten. Und deswegen war ich auch ohne Sauerstoff. So. Jetzt ist die Frage, wo liegt meine Leiche? Da liegt sie! Und da liegt die nächste Leiche. La 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 la. Das ist natürlich scheiße. Oh, jetzt bin ich noch in einen Sandsturm gekommen. Lauf doch mal, Junge. So. Jetzt nochmal, wo bin ich jetzt hier gestorben? Wo war das? Hier, ne? Ah, liegt da nur die zuletzt... die zuletzt gemachte Leiche oder was? Ah, scheiße. Kacke, Mann. Komm ich auch nicht runter. Zumindest nicht so einfach. Ah, Moment. Jetzt, okay. Aber bevor ich jetzt hier irgendwas mache, ich brauche Luft. Luft gibt's da hinten.
ist jetzt mein Krempel? Da. Drin, das ist okay. Weg, weg, weg. Brauch mehr Sauerstoff, das reicht nicht. Da müssen wir einfach mal da hochgehen und versuchen, das da runter zu holen. Und das funktioniert auch. Okay. Gut, das ist ja schon mal ganz nett. Die Frage ist nur, wie kommen wir wieder zurück? Denn, Verbindung, Treibstoff. Treibstoff, ja. Denn das alleine. So, also das alleine das Holen, das bringt es ja nicht. Man muss natürlich auch irgendwie. Wieder lebendig an die Oberfläche schaffen. Ah ja, da sind wir. Kupfer? Moment mal, ich raff jetzt hier gerade was nicht. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Mal schauen, irgendwas irritiert mich jetzt hier schwer. Das ist doch. Ich wollte gerade sagen. Dynamite. Mhm. Wie heißt du? Also nicht, dass es mich interessieren würde. Oder nicht, dass es mich vom Plündern abhalten würde, aber. Das finde ich sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass es Online-Welten hier sind. Das heißt, man kann hier auch anderen entgegen. Kann ja auch anderen Leuten. Andere Leute treffen scheinbar. Anderen Leuten treffen. Was ich ja wirklich sehr gut finde. So. Ich habe auch gar keinen Platz mehr. Was mache ich denn mit Dynamit? Naja. Erstmal hochlaufen. Man kann später im Spiel auch ein Buggy oder irgend sowas, also ein Fahrzeug bauen. Also weit bin ich noch nicht gekommen. Noch lang nicht. Dynamit. So, jetzt. Bitte mal umwandeln. Und dann könnte man auch hier. Das da in Kupfer umwandeln. Reicht die Energie nicht? Ja, was die wenigsten wissen, man kann auch. Ich weiß nicht, ob das mit gemischt geht. Oh, ich kann einen Generator bauen. Das ist auch nicht schlecht. Den zeige ich euch mal. Der ist witzig, der Generator. Und zwar kann ich den hier auf so ein Ding setzen. Und ihr seht, der braucht als Ressource was Organisches. Jetzt kann ich zum Beispiel das da. So, jetzt kann ich zum Beispiel das hier nehmen.
und da draufsetzen. Jetzt baut er quasi dieses Organisch als Ressource ab, gewinnt daraus Energie. Und damit kann ich wiederum... Achso, das ist gar nicht... Lithium ist Lithium, da gibt es nichts zum Abbau. Okay, ich verstehe. Entschuldigung, Lithium, das ist selten. Mhm. Aber könnt ihr wahrscheinlich rein theoretisch mir jetzt hier jemand... Wenn jetzt hier Leute rumlaufen, könnten wir ja rein theoretisch jemanden mein Zeug da einfach entwenden, ne? Das finde ich jetzt nicht so toll. Okay, naja, zurück. Bindung und Gemisch. Das Gemisch lasse ich da, das Dynamit lasse ich auch da. Was soll ich mit dem Dynamit? Ich weiß gar nicht, was ich damit überhaupt machen soll. Okay, kann ich einfach irgendwo auslösen. Das finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich mag jetzt nicht. Jetzt mag ich erstmal zurücklaufen. Erstmal Fat Loot. Ich glaube aus... Ne, erstmal müssen wir für Treibstoff, für Sauerstoff sorgen. Alles andere macht wenig Sinn. Oder wir laufen da lang. Das können wir auch machen. Das ist mir recht. Hallo, Babe. Ach, eine Batterie. Moment mal, die habe ich gar nicht gesehen. Was mache ich denn mit der? Oh. Guck mal eine an. Und jetzt? Das Spiel ist mir wieder für eine Überraschung gut. So, wir müssen die Dinger hinsetzen. Ich glaube, aus dem Malachit kann man Kupfer gewinnen. Also aus diesen Dingern hier. Genau, Kupfererz. Und weil das so ist, werden wir das jetzt auch gleich so tun. Gib mir Energie. So. Ich glaube, damit haben wir alles einmal nach... Oh, was ist jetzt los? Aua! Sind die aggressiv? Oh ja! Oh ja! Oh oh! Autsch! Das tat weh. Das tat weh. Der hat gleich mal hier die Krallen ausgefahren. Also was ich noch gar nicht gesagt habe, es gibt hier irgendwelche Alienformen. Sehen aus wie Bakterien oder Viren oder irgend sowas.
Und die kann man erforschen. Da brauchen wir ein Forschungslabor. Und wenn man das hat. Keine Verbindung mehr. Schwach. Und wenn man das hat, dann erforscht das quasi nochmal ein paar. Also, ich hab's, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man das ins Forschungslabor stecken und das, was dann erforscht wird, ist quasi per Zufall irgendeine neue Technologie, ein Gebäude oder so, das man dann bauen kann. So habe ich es zumindest kapiert. Und das ist manchmal echt ganz cool, da gibt es nämlich richtig coole Sachen. Aber wie gesagt, ich habe weder das Forschungslabor, noch habe ich eine irgendwas Außerirdisches bis jetzt gesehen. Bleib mal da. Nein. Da bleiben bedeutet, du sollst da bleiben. Jetzt ist das weg. Toll. Oder ist es das hier? Ne, das ist Energie. Dankeschön. Danke für nichts. Okay, ich bin ziemlich voll. Gehen wieder zurück. Das Ganze natürlich ein bisschen mit Fleiß verbunden, ne? Das ist ein bisschen Fleißarbeit. Also, viel durch die Gegend rennen, hoch, runter und so weiter und so fort. Wenn man so einen Buggy hat, denke ich, ist es einfacher. Aber ich denke auch nicht, dass man den Buggy in die Höhle fährt. Also, den muss man dann wahrscheinlich auch außen parken. Die Wolken sehen cool aus, ne? So. Malachit, genau. Dann leg mal los. Tja, keine Energie mehr. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich Pflanzen abgrasen. Harz. Harz brauche ich. Wir können noch einen Generator bauen. Kupfer haben wir jetzt erstmal ein bisschen. Ah, und die Batterie. Jetzt verstehe ich, das ist quasi Zusatzenergie. Übrigens kann man das da auch aufstellen. Dann macht das auch nochmal ein bisschen Energy. Gut, und dann möchte ich gerne mal das da. Und da hätte ich gerne, dass er mir ein paar Verbindungen draus bastelt. Und dann, meine lieben Freunde, ist das für jetzt auch mal wieder genug? Ich werde jetzt mal hinten ein bisschen Harz noch abbauen. Und
dann als nächstes dieses Gebäude erweitern mit einer Forschungsabteilung. Ihr werdet sehen, das wird ganz spaßig. Oh, jetzt kommt da ein Sturm. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen und tschüss.